Yo Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video schauen wir uns 5 Stumble Guys YouTube an, die komplett ausgerastet sind. Lasst auf Ehre ein Abo und ein Like und aktiviert die Glocke, Leute. Und dann würde ich sagen, gehen wir ins Video ran und fangen direkt bei Platz 5 an. Und Platz 5 ist Seville. Jeder kennt ihn, er macht auch Stumble Guys, Leute. Und Seville ist komplett ausgerastet. Warum das Ganze denn? Er wollte den Ninja-Skin ziehen, den Ninja-Special-Skin. Und er hat ihn schon seit monatweisen nicht gezogen. Und hier ist jetzt der Clip, wie er ihn endlich gezogen hat und über 200 Euro ausgegeben hat, um diesen Skin zu ziehen. Ihr wisst gar nicht, wie diese Reaktion ist. Let's go! Ja! 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 Wir haben's! Wir haben's! Wir haben's! Nach so langer Zeit, wir haben ihn! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Nach 150, nach 200 Euro, 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 nach 200 Euro hat es gebraucht, 200. 200 Euro. Ich glaub's nicht, Freunde, let's go! Kommen wir zu Platz 4 und Platz 4 ist Lukas Brawl Stars. Jeder kennt ihn, er hat auch Stumble Guys gemacht und macht es noch immer, Leute, aus dem Team Lukas Kanal. Und was da passiert ist, Leute, und zwar, er hat mit dem lieben Seville ein Opening Battle gemacht und er hat einen Special Skin gezogen. Und ihr wisst, was es heißt, wenn man einen Special Skin zieht. Es ging um eine Bestrafung, Leute, und zwar über 500 Euro der Verlierer. Gönnt euch jetzt den Clip, Leute, und schaut unbedingt bis zum Ende, um Lumix seinen Clip zu sehen. Boah, ja, die Karte. Aber richtig schlimm fand ich halt dann so die letzten Skins so zu bekommen, so ungewöhnlich und so. Alter, du sagst es. Du sagst es. Die sind richtig schwer teilweise. Ja, ja. Vor allem die ungewöhnlichen. Ja! Let's go! Jetzt kommen wir zu Platz Nummer 3. Und zwar kennt ihr ja alle Lumix. Und Lumix hat mit einem kleineren Skin gespielt, das Finn heißt. Und Finn ist komplett ausgerastet, weil Lumix ihn geprankt hat, Leute. Und zwar mit Hex, mit Modded, mit Fliegen, mit Fly, also alles drum und dran. Und das war richtig, richtig, richtig witzig für den Lumix und für den Finn nicht. Und er hat einen Diss-Track für ihn gemacht, Leute. Also, ich will ja jetzt nichts sagen, aber ihr müsst euch das jetzt mal selber geben. Ich hab mich verreckt gelacht. Was für ein Diss-Track? Du ein Diss-Track? Wie soll ich... Ja, du kommst du gleich. Oha, Finn, schau mal her, komm mal zu mir. Ich zeig dir was. Komm mal her. Es gibt so einen Trick bei den Stacheln hier. Und zwar kannst du hier dann so den und dann kannst du so hier machen. Ey, Mann, du bist voll unfair, Lomax. Ich mach jetzt Diss-Track. Ich hol jetzt Musik und dann mach ich Diss-Track. Du machst jetzt Diss-Track? Ja. Okay, okay, okay. Und du willst jetzt einen Diss-Track gegen mich machen, oder was? Diss-Track. Du machst jetzt einen Diss-Track, okay, okay, okay. Dann, okay, Finn, wenn der Diss-Track gut wird, kriegst du trotzdem deine Gems, auf Ehre, okay? Wenn er gut wird, kriegst du deine Gems. Muss aber gut werden. Ja, okay. Dann hau jetzt raus hier, komm. Mach einen Diss-Track gegen mich, komm, schieß los. Okay. Oha, richtig mit Beat hier, was ist hier los, Finn, Junge? Ey, Lomax, yo. Ey, Lomax, du bist erst 12 in der Schule. Kriegst du einen auf die 12, yo. In Stumble Guys bist du ein richtiger Noob. In der Schule bist du auch richtiger Noob. Guck mich an, ich bin Banana Guy. Du bist schlecht, ich prügel dich weich, yo. Du bist schlecht in Stumble Guys. Du bist richtig lost in allen Sachen. Guck mich an, ich bin viel besser als du. Du kannst nämlich nur hacken und sonst nichts. Okay? Oha. Ich bin Bruce und mein Freund Max auch. Du bist ein richtiger Lauch. Oha, okay. Tschüss. Was? Ich bin noch nicht fertig, ja? Okay, okay. Ich krieg deine Juwelen.
weil du kannst mir die nicht stehlen. Du hackst nur in StumbleGuys und cheatest überall. Und dann kriegst du nichts außer einen Knall von mir. Jo. Oh, okay. Ja. Du bist richtig lost in dem Spiel und ich mach, was ich will. Yo, ich bin fertig. Tschüss. Okay. Okay, Finfrey, was hast du gemacht? Du wurdest hops genommen, Lomek. Boah, ich glaube, ey, Finn. Boah, ich glaube, da muss ich aber auch ganz schnell los jetzt, Digga. Ich glaube, ich hab noch einen Zahnarzttermin. Finn, ich muss da jetzt ganz schnell hin, ja? Du gibst mir noch die Juwelen. Das machen wir demnächst, ja? Ich muss jetzt auch echt schnell los. Ey, das werde ich Lukas sagen. Wir hören uns, ja? Ciao. Freunde, jetzt kommen wir zu Platz Nummer 2. Und es hat auch wieder mit Lumex zu tun. Und zwar, ihr kennt doch alle den kleinen Max, ja? Von Lumex seinen Videos, das kleine Kind da, das Lumex gerne trollt. Und zwar, Leute, hat einfach der kleine Max StumbleGuys gelöscht wegen Lumex. Er ist komplett ausgerastet, weil Lumex ihn die ganze Zeit geprankt hat mit illegalen Hacks. Zum Beispiel konnte er die Platten in Teil voll sehen. Also gönnt euch jetzt selber den Clip. Let's go. Hey Max, schau mal, das ist jetzt die entscheidende Runde. Wenn du das gewinnst, wenn du mich jetzt findest, dann hast du dich ja nicht gewonnen, okay? Ich gehe für viel. Ach so, du willst jetzt an den machen, wer zuerst im Ziel ist, oder was, hä? Ja. Ach so, okay, wenn du so willst, okay, gar kein Ding, wer zuerst im Ziel ist, hat gewonnen, gar keinen Schuss, können wir auch machen, gar kein Problem. Lomex! Wo ist der nächste Weg? Ich weiß gar nicht, vielleicht da drüben. Lomex! Oh, der ist sogar nicht richtig. Nicht mit den Sachen, wo man das sieht. Hey, du wolltest, willst du doch lieber suchen und verstecken machen? Hä? Wenn du da machst, aber ohne deine Tricks, dann okay. Machen wir doch suchen und verstecken. Ja! Max, lösch dich! Bitte deinstallier StumbleGuys und spiel das Spiel nie wieder. Tu mir den Gefallen. Geh einfach ins Bett, guck satt mal und dann geh schlafen, okay? Oha! Oha, was? Was? Und jetzt kommen wir zu Platz Nummer 1. Ihr wolltet es alle sehen. Und zwar Platz Nummer 1 ist Lumex. Lumex ist nämlich auch sehr, sehr ausgerastet. Denn ihr kennt ja alle den Lumex-Hater. Es gibt einen Lumex-Hater, der mal mit ihm ein Video machen wollte. Und der hat ihn zu Todes gehatet. Das fand natürlich Lumex nicht gut und hat ihn damit deswegen geprankt mit Hacks und Mods. Und was da dann passiert ist, Leute, und zwar hat ihn so aufgeregt, dass Lumex dann ausgerastet ist, Leute. Also schaut euch selber den Clip an und als Bestrafung musste der Hater sich sogar noch zeigen. Wo bist du denn, mein Süßer? Hä? Wo bist du denn? Was ist jetzt los, hä? Was ist los, du Bot? Jetzt auf einmal, hä? Jetzt auf einmal! Bruder, ganz kurz und knapp, ich würde sagen, an der Stelle, mein Bester, lauf ich mal oder flieg ich mal ganz entspannt hier ins Ziel rein, Bruder. Nein, du kleiner Hund, dicker Mann, Alter! Let's go! Was ist los? Was für Lumex ist schlecht, Digga? Hä? Was für Lumex ist schlecht? Schreibt mir auf Instagram. Ey, Bruder, lass mal Video aufnehmen. Ich bin viel besser als du. Ja, Bruder, wer ist jetzt besser, hä? Jeder sieht jetzt, dass du kacke bist, Bruder. Wir machen das jetzt so. Ganz kurz und knapp, mein Bester. Ich gehe jetzt in meinen Discord und du kannst jetzt dein Gesicht zeigen, mein Bester. Komm, zeig's. Mach deine Cam an, hä? Komm. Wo bleibt deine Cam? Komm, mach deine Cam an. Komm, zeig dich. Zeig dich, du möchtest gern. Lumex ist schlecht. Komm, zeig dich jetzt. Komm, mach deine Cam an. Halt dein Versprechen, komm. Okay. Ich abgemacht, ein Mann, ein Wort. Ich mach jetzt meine Cam an. Und dann kannst du, wie gesagt, mich sehen. Nur, wie gesagt. Ja, mach an jetzt, komm. Okay. Ich mach sie an. Das bin ich. Digga, dein Ernst? Hä? Natürlich. Warum hast du eine Maske auf? Hä? Ja, ich bin halt so ein Typ, Digga. Ich will mich halt nicht zeigen, Digga. Weil ich meine, ich bin ein Hater von dir. Die Leute dürfen mich nicht erkennen. Ganz einfach. Ey, Bruder, du hast mir echt mies Angst gemacht. Ich sag dir... Oha, okay, chill, okay, chill, Bruder, chill, okay. Wir haben mir jetzt das Video aufgenommen, wie du es dir gewünscht hast, hast mir geschrieben, ist jetzt halt nicht ganz so ausgegangen, wie du es dir halt vielleicht gewünscht hast. Ja, Niederlagen passieren, ja? Ich würde sagen, an der Stelle, war doch ein nices Video, oder? Hat doch Spaß gemacht zu verlieren, safe, oder?
Nee, Digga, ganz im Ernst, Digga, nächstes Mal komme ich stärker zurück, Digga, und dann werde ich dich einfach hops nehmen, Digga. Guck mal, ich würde sagen, an der Stelle, Hashtag Lumex ist der Beste. So ein Ding ist das. Dann würde ich sagen, wieder raus und reinkommen besser, ja? Aus rein. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, Leute. Wenn ihr jetzt sehen wollt, wie alt Lumex wirklich ist, Leute, mit Beweisen, dann jetzt hier auf die Mitte draufklicken, da findet ihr das Video dazu. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke, Leute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Schaut es euch unbedingt an, verpasst es nicht. Bye, bye.